Ich meine, ist wirklich, das ist halt Bier und Brezel, so taktisch ist das Spiel nicht. Also für die Alea-Reihe ist das sicherlich vom Komplexitätsgrad das Kleinste. Aber es war bisher immer ein Spaß, wenn wir es gespielt haben. Auch die Kinder lieben das zu spielen, weil es einfach so, es ist so Thematisch so schön ist auch, ne? die ganze Genau. Piratengeschichte funktioniert. Und ist ein bisschen taktisches schon dabei, hat man ja jetzt gerade bei dieser Aktion, das war echt ein dummer Fehler eigentlich. Zum Glück ist es nicht schief gegangen, Genau. denn du hast da ja in der Runde Den ja nicht 9, gemacht, ne? 13 Punkte. 13 11 Punkte. Punkte. Du hast so alle vier roten Ja, gekriegt. du hast vier rote bekommen. Genau, nur 13. 13 Punkte, das ist Ja, natürlich, das ist eine die Menge, hätten mir ja. aber auch nicht geholfen. Also Über du hast Sieg oder schon. Niederlage entscheiden können. Also ich glaube, das frühe Nehmen von extra Piraten hat mir auch ganz gut Ja, geholfen, das auf weil jeden du hast dann Fall. in allen Genau. Optionen einfach ein bisschen mehr Optionen. Ja, Ne? ja. Ja, du hast ja auch drei Das ist gekriegt, wichtig. das ist schon eine Menge. Ja, Und genau. ein kleines bisschen Glück, gerade hier, dass du das Rosa bekommen hast und ich nicht. Also das war. Also Mit man dem, darf aber sich die eigentlich nicht Rangelei war blank. natürlich, Bei ne? der Rangelei habe ich Genau. hatte Glück mit Ja. den Captain. Ich habe Ja. 6, 7, 8 beim Captain geholt. Nein, ich Genau. glaube, Da habe ich zum Beispiel nur 5 Punkte ich habe auch insgesamt, nie auf ne? der Taurolle geschlafen. Nee, Ne? da. Guck mal, ich habe sogar. Ja. Ich habe 4 Stück. Wieso hab ich 4? Hast du auch? Du hast auch einen Einser. Okay. Ja. Doch einmal Taurolle, genau. Genau, einmal Taurolle. Nee, also, und man darf sich nicht blank spielen. Hat mich an zwei, drei Stellen geärgert, dass ich keine Kohle hatte, um dann diesen Extrazug zu machen. Ja. Ich finde auch, die Rendezvous sind irgendwie unterbewertet. Du kriegst nicht viel dafür, ne? Ja, kriegst 4 Punkte, ne? Ja, Und zusätzlich zu einem anderen Zug. zusätzlich zu dem, was du aber da sowieso kriegst, also Aber du von hast ja daher. vorher auf einen Punktezug verzichtet und da gibt es andere Ja. Züge, die deutlich mehr bringen. Ja, das stimmt. Aber diese vermeintlich leeren Züge hat man ja schnell. Die Fässer, ich hatte, doch, ich glaube, ich habe sie zum Schluss noch genutzt, haben mir leider nichts gebracht. Ja, Das mir. ist, oder auch wenn du hier auf den Tisch gehst, gut, dann, wenn du Glück hast, man kriegt immer noch, oder wenn man Ja, Pech hat du mit der hattest sogar eine Karte, kriegt man Fünfer, zwei ne? Münzen. Genau, das Ich ist hatte gut. einen Fünfer und Ja. einen Zweier, ja, Ich ich hatte habe zwei auch. Vierer im Piratenbedarf, genau. Aber zwei unterschiedliche. Ja, zwei Ja, unterschiedlich. Hatte die natürlich. Augenklappe und die Flagge. Genau. Ja, also ich weiß nicht, wo ich meine Punkte nicht gekriegt habe. Aber mir hat das Du Spiel hattest Spaß gemacht. ja also so viel Rum, wie du hattest, bist du halt zu oft auf die Rumfässer gegangen. Vielleicht weil es auch nur Aber die ich habe sie einzige auch benutzt. Möglichkeit. Ich Ja, habe du hast danach halt genutzt, kein aber Glück mit gehabt. genau. Ja. Aber das Wichtige ist, mir hat es Spaß Ja, gemacht. Ich spiele also ich darum, ich meine, fand, ich genau. lag gut, dass ich Ja. jetzt am Ende deutlich weniger Punkte Ja. habe, weil es waren jetzt 10. Und das war dieser eine Glücksgriff mit der Kneipe, Ja, und Glück bei der die du Rangelei. Ich hattest. hatte ja selbst bei der letzten Rangelei lief ja alles so wie sollte. Ja, Ne? ja, Also, ja. und auch bei der anderen da, wo er da irgendwie, wo ich fast noch Zweiter, Erster Ja, geworden bin. genau. Also, wenn du da natürlich noch ein bisschen Würfelglück hast, das kommt nur Ja, dazu. Also, das das stimmt. muss man schon sagen. Aber das tut, finde ich, nicht weh bei dem Spiel. Nö, Das nö, nö. läuft gut, es macht Spaß. Genau. Ich müsste vielleicht zwischendurch mal gucken, das hattest du, glaube ich. Da hast du einfach mal vier Piraten gesetzt, bist nachher auf die Piratenflagge gegangen und hast sie wieder bekommen. Das ist natürlich auch ein schöner Zug. Ich habe meistens, dass ich, wenn es geht, irgendwie nur zwei Piraten setze, dann macht dieser Zug wenig Sinn. Also was ich auch mag, ist, dass das ja immer anders ist, weil du die Karten zufällig gedreht, die passen egal in welcher Richtung zusammen. Dadurch gibt es halt Spiele, wo es dann irgendwie anders aussieht. Die Rückseite ist dann bei allen gleich. Und So eine das schöne Karte drauf auf der Rückseite kann man genau, eine und das ist ja vom Design Piratenkarte. sowieso schön, auch diese kleinen Piratenfigürchen, die man da hat, die sind ja auch alle sehr hübsch, ne? Genau. Und also gut gemacht dazu, was ich ja sehr schön finde, ist hier dieser komplette Sortiereinsatz, der dann auch einen Deckel hat, wo dann alles Zeug schon drin ist. Also auch das ist, finde ich, also insgesamt ein super Spiel, ne? Also Ja, also schön ausgestattet ist es auf jeden Fall. Und ja, es läuft und es ist kurzweilig. Selbst mit mehr Leuten, als wir es jetzt heute waren, ist es durchaus kurzweilig, weil man auch immer beobachtet, was machen die anderen, wo geht's hin, was kann ich von da aus vielleicht machen und so. Ja, schon Ja. schön. Genau. Okay, Ja, dann wollen wir war es nächstes mir Mal reden, gut. ne? Nö, Und dann, alles klar. Dann sagen wir tschüss für heute. bis dann.